am Freitag jedenfalls, und ich hoffe, ich sage jetzt alles richtig, am 22.03. feiert das Stück Der Revisor Premiere am Wiener Volkstheater. Und im Stück geht es um Korruption, natürlich um Bestechlichkeit, ein sehr aktuelles Thema, obwohl Der Revisor 1835 schon geschrieben wurde. Und dabei treffen zwei Künstler aufeinander, die besonders gut miteinander können. Der Schauspieler Marcello De Nardo und der Regisseur Thomas Schulte-Michels. Und beide sind gleich bei mir zu Gast. Wir werfen aber jetzt noch vor einen Blick auf die Proben. Ich will ja bezahlen, aber ich habe kein Geld. Ich bin pleite. Ich bin blank. Diese städtischen Einrichtungen. Das gefällt mir, dass den Reisenden in ihrer Stadt alles gezeigt wird. Woanders hat man mir gar nichts gezeigt. In anderen Städten kümmern sich Bürgermeister und Beamte mehr um ihren eigenen Vorteil, würde ich mal sagen. So sieht das hier aus, während hier ja wirklich alle arbeiten und sich somit die Zufriedenheit ihrer Vorgesetzten erwerben. Darf ich vorstellen? Meine Frau, meine Tochter. Also ich muss sagen, diese biedere Form der Gastfreundschaft, das gefällt mir. Herzlich willkommen, Marcello De Nardo und Michel Schultes. Michel Schultes, ist das richtig? Thomas Schulte. Michel Schulte. Sie haben jetzt gerade Proben noch. Sind Sie noch voll in den Proben zum Revisor oder sind schon die Endproben, sind schon Hauptproben? Morgen ist Generalprobe. Morgen ist die Generalprobe. Wie da läuft's? Ist der Regisseur so leicht schon auf dem Abflug. Ja. Und die Schauspieler sind in vollem Hinflug. Und wenn Sie wissen, dass dann der Regisseur wieder drinnen sitzt, ist es für Sie ein besonderes Gefühl? Heißt es dann wieder zusammenreißen oder das, was sich entwickelt hat in der Zwischenzeit? Das gehört dann mir, also uns. Ja. Und das ist Work in Progress und damit muss er fertig werden. So sieht das aus. Müsst ihr aushalten dann. Ja. Aber wir sind, ich will sagen, wir sind ein ordentlicher Haufen und wir gucken, dass wir ihn da nicht in die Pfanne hauen am Schluss. Und nein, aber ich bin dann wirklich der Meinung, dass das muss sich ja weiterentwickeln, das darf ja nicht an Ort und Stelle stehen bleiben. Mhm. Insofern schaue ich der Sache sehr gelassen zurück, ob wenn Regisseure kommen oder nicht. Jetzt geht es in dem Stück natürlich um Korruption und Bestechlichkeit, ich habe schon gesagt. Sie haben vielleicht noch eher den Blick ein bisschen von außen. Ist in Österreich das Thema Korruption ein größeres als in anderen Ländern? Sie haben ja lange in der Schweiz, in Italien, Sie in Frankreich, in Deutschland gearbeitet. Also, wenn ich es mit Italien vergleichen müsste, würde ich sagen, ich glaube, da beißt sich die Maus keinen Faden ab. Also gerade in Italien, wir erinnern uns die ganzen Korruptionsfälle der EU-Gelder, die da seltsame Kanäle verschwunden ist. In der Schweiz, komischerweise, hört man nicht so viel. Jetzt entweder sind die geschickter, dass sie es unter dem Teppich behalten, oder es gibt tatsächlich weniger. Was ich feststelle, ist schon die Transparenz der Geldervergabe und die Wege, die das geht. Natürlich kommen dann manchmal so Oschis daher, gerade in der Bankensache, wo man sagt, oh, das habe ich nicht gewusst. Aber ich glaube nicht, dass da jetzt Österreich im Gegensatz zu Deutschland oder anderen Ländern eine größere Ausnahme darstellt oder, sage ich jetzt mal, der größere Sumpf herrscht. Herr Schulte-Michels, was ist Ihre? Ja, ich schließe mich dem an. Ich bin grundsätzlich misstrauisch inzwischen. Also man kann ja nicht mehr sagen, dass die Korruption regional oder geografisch auf Berlusconi und Co. irgendwo beschränkt ist. Wenn der seinen Senator kauft mit 3 Millionen, wie man irgendwo hört, um irgendwas zu bewegen, das geht vielleicht woanders irgendwie diskreter. Jetzt haben wir im Beitrag schon gesehen, das Bühnenbild ist ein sehr spezielles. Eine riesige Treppe braucht man besonders viel Kondition, hat man Angst zu stürzen. Wie kriegt man diese Stiege im Griff? Ich habe die erste Zeit im Probenraum, wir haben einen Rosenhügel geprobt. Und da kann man in den Probensaal rein, der ist ziemlich mächtig. Und kaum war man in der Tür drin, da ging vorne diese Treppe hoch. Und ich habe mir gedacht, oh Gott, ich werde unter dem Sauerstoffzelt sterben. Und dann ist es ja nicht in 2 Stunden fertig. Wir haben Proben von 4, 5 Stunden. Und der erste Tag geht ja noch. Am zweiten Tag, glauben Sie, es hätte Sie jemand in der Nacht zu Tode geprügelt. Und so rollen Sie, kriechen Sie dann zur Probe und irgendwann kommen Sie über diese Schmerzgrenze hinweg. Und dann läuft das. Aber nach 4 Stunden, 5 Stunden ist es einfach anstrengend. Das wäre mir Schucke, wenn man was anderes behaupten würde. Aber mittlerweile jetzt so, ich weiß nicht, du siehst es von außen, mittlerweile bekommt das Kraft, die auch bis zum Ende reicht. Mhm. Und die brauchen wir natürlich auch, weil man will nicht stürzen. Und der ganze Körper ist in Hab-Acht-Stellung, die Augen sind geschärft und man guckt, was also da die Kraft, die bis zum Ende reicht, sagen Sie, also wie schaut denn der Premierentag aus? Lassen Sie da die Schauspieler frei und sagen Sie, erholt euch? Das besprechen wir morgen. Also wie die Probe bei der Generalprobe rauskommt, dann wird dann, Na klar, das muss man pragmatisch handhaben, was vielleicht noch irgendwie nötig ist und so weiter, wenn alles irgendwie in Ordnung ist, kann auch das sein, dass man sich doch noch mal trifft, das sehen wir morgen.
Irgendwelche Wünsche, Hoffnungen für den Revisor? Ja, dass die mit Schmackes loslegen am übermorgen und mit Schmackes enden. Bei Ihnen, Herr Denardo? Ja, genau so. Genau so soll es sein. Ja. Ja. Gibt es Glücksbringer? Gibt es Toi, Toi, Toi? Damit habe ich es nicht so. Ah, das gibt's nicht. Aber das gibt schon, nicht? Dass man ja, diese Premierengeschenke, ja. Ich habe dafür keinen Kopf. Ich weiß gar nicht, wie das. Kollegen sind ja manchmal unglaublich entzückend, was die sich alles einfallen lassen. Und ich weiß nicht, woher die Zeit nehmen. Ich pack das gar nicht. Besser Text wiederholen. Ja, ich bin froh, wenn ich meinen Text weiß, wo ich auftreten muss, dass ich die Kulisse nicht niederreiße. Und noch also hoffe, dass ich zum Schluss vorankomme. Toi, 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 für Freitag zu sagen. Danke. Vielen Dank, dass Sie da waren. Danke. Ende von Heute Leben. Weiter geht's mit Heute Konkret und Claudia Reiterer. Ich wünsche nur noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.